Oh, are you serious, man? Why so serious? Sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. Meine Freunde, wir sind hier bei der zweiten Folge von Le Battlefield mit dem Herrn Franjo Pot. Natürlich spielen wir auf Metro und ich bin natürlich wieder ein Sniper aus irgendeinem Grund. Bei der Map nicht gerade. Mach jetzt gleich mal einen Squad auf, du bist Russe, oder? Ich bin bei dir. Ja. Du bist gerade gestorben. Ja, weil ich gerade eben geschaut habe, ob es so wirklich bei mir ist. Desto. Dankeschön. Hier ist immer Party hier in den Tunnel. Party macht ja das. Deshalb spiele ich Stimmung hier. Ja, deshalb spiele ich normalerweise kein Metro, Alter. Weil es einfach viel zu krass ist hier. Warte, ich glaube, ich muss sogar das Spiel runterdrehen, weil so viel geballert wird. Bist du da? Ich kann auch was anderes spielen. Ja, nachher dann, nächstes Video. Oder sobald das hier das Ende ist. Fand ich, bin ich immer noch Sniper, weißt Das Level ist einfach viel zu schlauchig, man. Es geht jetzt halt so lange rund, bis jemand auf die Idee kommt, C zu stimmen. Dafür müsste halt einfach jemand mal auf die Idee kommen, dass wir alle losreden sollten und mal. Naja. Erst Nades reinhauen und dann. Run. Ich war gerade hinter feindlichen Linien, die haben ja sogar ein Spawnbeacon. Ich will nicht sagen, aber die kommen jetzt hoch. Ich weiß, ich bin gerade runtergerannt. So. Dann schauen wir doch mal. Das wäre hübsches Amerika. Ah, jetzt ist hier wieder diese fucking Meldung von wegen FPS und so. Leck mir am Arsch. Ja, hab ich auch. Ja, aber die gibt mir gerade nicht weg, weil ich schon in Game bin und nicht mehr im Menü. Mal die Schrotze aus. Nein! Ich glaube, Schrotze ist hier nicht erlaubt, bin mir aber nicht. Aber ich glaube schon. Weißt du? Keine Ahnung, wir sehen es ja gleich. Metro ist so krass zum Spielen, ey. Ja, ja. Mein Gott. Metro ist halt gut zum Leveln. Okay, Schrotze ist nicht erlaubt. Mir gedacht. Ich
Dann packen wir das MG mit dem Infrarot raus. So, jetzt fahr ich mit dem Aufzug nach unten. Jetzt ist lustig. Mit dem Aufzug, Alter. Kommst raus. Ja. Tot. Okay, wir haben mal Versorger. Sag mal. Ja, Leute, keiner ist vom Aufzug. Ja, lauf. Leute, ich komme jetzt von hinten. Ich bin bei dir. Ja, scheiße. Ich bin noch nicht bei dir. Ich schau ja zurück, Alter. Was ist hier los? Voll gecheckt, Alter. Voll abgecheckt. Alter, was geht denn schon wieder ab hier? Ja, hier sind ja über allem im Infrarot unterwegs. Der tut, tut, tut. Geforkischaf. Da siehst du, so eine Scheiße muss man spielen, wenn man mit meinem Kollegen hier spielt. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie machen wir das? Wie kann man nur Metro spielen, ey? Metro ist gut zum Leveln. Sagt er. Ich bin im Aufzug. Komm mit. Steig ein, im Aufzug. Steig ein, Alter. Steig ein, Mo. Auf der falschen Seite, Alter. Geht's ab, Alter. 100 Pro. Sagt er, steig ein und fährt halt los. Ich messe ein. Nein, der bin nicht gemessen. Der Fahrstuhl ist zu bei mir, Alter. Ah ja, da kommt einer hoch, linker Aufzug. Kommt jemand raus, wirst hin. Kann hell sein. Wie hat er das überlebt? Will ich mich verarschen? Ich rotz halt mit dem MG rein, weißt du? Hab ich noch ein anderes MG mit Infrarot, Alter? Ich weiß nicht, ich hab Lust hier irgendwie runter zu gehen. Ich hab Lust, mich selber zu erschießen bei der Map. Ups. Oh, leider kein Infrarot. Ah, das wird schon irgendwie gehen. Aufzug, kommen wieder welche. Boah, zwei gekillt. Einsteigen. Ich bin drin. Ja, Mann, jetzt geht's ab. Du linke Seite, ich rechte. Gleich rauslaufen. Okay. Allahimane! Oh, ich hab wenigstens einen gekriegt, Alter. Ich hab zwei. Wir sollten C4 runterschicken. Geht das überhaupt? C4 ist ja auch nicht erlaubt. Schick mir eine Granate ran. Erdgeschoss, boom! Oh. Wir dringen vor. Halt. Da war wieder nicht dran. Ah, leck mich doch am Arsch, Alter. Da brauche ich aber eine Menge Bier. Ja, du kleine Ratte. Ich bin übrigens unten immer so nebenbei. Nicht nachladen! Ah! Warum lade ich auch nach mit dem MG nach drei Schüssen, Alter? Go fuck yourself. Go fuck yourself. Ob das MG noch was bringt, ich hab keine Ahnung. Ja, wir versuchen es. Boah, die nehmen die Flak ein, Alter. Oh nein, ey. Genau, jetzt kommt jemand nach Hause, leck mich doch mal. So, kurze Aufnahmepause, bis gleich. Jetzt, wir haben mittlerweile die Map gewechselt, was vielleicht eine sehr gute Idee war. Hier muss ich gerade noch ein bisschen reinladen. Wir sind hier auf irgendeiner Dragon Dingsbums Map. Ich habe den Namen gerade vergessen.
Ja, wir spielen Dragon jetzt Valley. Dragon Valley, ja, irgend sowas. Wir spielen gerade Rush. Wir müssen A und B beschützen. Jedenfalls ich. Ich weiß ja nicht. Doch, unser Kumpel hier auch. Alpha wird da angegriffen. Okay, Alpha ist entschärft. Hat jemand geschossen? Ah, oh, hat jemand gemessert. Da ist noch einer. Ich habe ihn. Alter, der hat's nicht mal gemerkt, Mann. Nice. Nice. Außerdem hat er bei mir die Messeranimation voll beschissen gemacht. Wo kann man denn fahren? Nö, leider nicht. Ballert schon wieder jemand rum hier? Es ist Battlefield. Hier ballen ab und zu Leute rum. Kann hier nicht mal Ruhe sein. Die Leute setzen. Mein Gott, das Dach ist über mich eingestürzt. Ja, jemand von uns hat drauf geschossen mit dem RPG. Ja, er schießt weiterhin drauf. Der Held. Jemand ist im Haus rein, habe ihn aber erledigt. Keine Panik. Keine Panik, sagt er, und ich schieße auf meinen Kollegen tot. Hör doch auf mit deiner RPG. Der zerstört einfach mein Haus, kannst du dir das vorstellen? Das halt nicht mal die Versicherung. Ja, schon Krieg. Der Nachbar beschwert sich auch von oben schon. Ich geh mal. Oh, ba, 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 ba. Ich geh mal runter. Versuch's zumindest. Ist nicht auf mich. Das ist ein Heli oder so. Was war das denn für ein Aiming? Alex Mito, ein Reich. Ich komme, Sunshine, ich komme nur für deine Zuschauer. Ja, Sunshine, toll, jetzt bist du verschwunden. Ich bin auch tot. Ja, und verschwunden irgendwo. Keine Ahnung, auf einmal warst du weg. Ich bin doppelt tot. Ich bin einfach wieder aufgelöst. Ich bin wieder da. Wahnsinn, entschärft die Dinge. Nee, sowas kennt unser Squad nicht. Doch, haben wir entschärft. Die letzte Sekunde, kannst du das vorstellen? Ja, eigentlich so. Karte, Karte gefällt mir. 5 zu 0. Ja, die Karte ist super. So, mein Haus steht nicht mehr. Frechheit, Anzeige. Anzeige ist raus, aber erst am Montag. Vielleicht kommt es auch euch bekannt vor von Mr. Drachenlord. Anzeige ist raus, aber erst am Montag. Ja, das sagt Drachenlord. Ich weiß. Ja? Ich hab's schon gesehen. Vielleicht bietet er uns nächste Woche frisches Met. Na, aber jetzt mal ganz ehrlich, also bei dem Typen, ne, also die Hater ziehen da schon krasse Scheiße ab. Ich habe gerade eben ein Video gesehen, wo jemand zum Grab seines Vaters geht und da Red Bull Energy oder irgendein Monster Energy hinlegt und so einen Scheiß labert. Okay, das habe ich nicht gesehen. Das ist, so ist aber, das natürlich scheiße. Also sowas gehört sich überhaupt nicht, scheißegal, auch wenn es die Eltern vom Hitler wären, Mann, ohne Witz. Über Tote macht man sich nicht lustig, scheißegal. Sowieso nicht. Vor allen Dingen, wenn man sie nicht gekannt hat. Wenn man über Hitler kann man sich lustig machen. Man wusste, der war ein Arschloch. Ja, ich meine aber Drachenlord ist auch. Soll man sagen, manche Kommentare gibt er schon ab und so, die solltest du in der Öffentlichkeit auch nicht sagen. Zum Beispiel, dass er mit seinen. Also, soll man sagen, er präsentiert hat seine Spielzeuge der Nacht. Ja. Was? Da rumspielt halt. Was jetzt, was zeigt der wem? Ja, seine Spielzeuge halt, der ist ja bisexuell. Er zeigt halt mitten im Livestream so um ja 4:30 Nachmittag, zeigt er da, was er sich in den Anus reinschiebt. Also das kann doch auch nicht sein, weißt du? Naja, da schauen ja auch Jüngere zu und so, also das kann überhaupt nicht angehen. Dann hat er auch angeblich irgendwelche Frauen dann Nacktfotos von sich geschickt und so. Und hat gesagt, ja, mit den Vögeln will ich, aber ohne Gummi und solche Sachen. Also der ist nicht ganz unschuldig auf alles, ja. Ja, aber sein Vater kann da ja nichts dafür. Stell dir vor, okay. Sein Vater wüsste davon, Alter. Ich glaube, sein Vater würde ihn erschlagen. Gut, also kommt so, drauf an, wenn sein Vater genauso ist. Aber das ist nur eine Vermutung oder eine Feststellung oder eine Behauptung. Ja komm, aber dann schaut zum Beispiel, manche Leute stellen ihn Fragen und sagen, ja, mit welchem Tier würdest du es machen? Und dann sagt er, ja, die Frage ist sehr schön formuliert, dafür danke. Und wenn ich mit einem Tier machen würde, würde ich es mit einem Pferd sein. Hey, sorry, das ist doch so ein Mensch, also keine Ahnung, weiß ich nicht.
meine, du hast ja als YouTuber oder Junauer irgendwo eine Verantwortung auch auf die Leute außerhalb, ja? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ne? Hier schwimmen übrigens Barrels durch die Gegend. Ja. Was würde Bruce dazu sagen? Ja, fuck, ich schaff. Ja. Wegen dir hätte ich fast das falsche Bier gegriffen. Das ist leer. Sag mal, ich laufe hier seit 4 Minuten, seit ich mit dir rede, im Kreis und es kommt keiner. Warum läufst du auch im Kreis, ey? Das frage ich mich auch gerade. Ich versuche die Typen jetzt unten zu snipern. Snipen, sneepen, gefrocknen. Oh, Alter, beim Wasserfall, richtig rumchillen, Alter. Und da sind die Bäume im Weg, scheiße. Wo haben die denn Bombe scharf gemacht? Auf B, los, auf B. Warum sind die bei auf B, Alter, wie geht das? Das frage ich mich auch gerade, die sind von hinten gekommen. Ja, aber wir dürfen nicht gleich alle auf B rushen, nenn ich, dass die dann zu A gehen. Ja, aber wir dürfen auf jeden Fall... Ja, wo sind denn die? Ja, Alter, ist schon fertig. Man hat sogar das Blut gesehen und ich habe keinen Hitmarker bekommen, are you serious? Bruce, wo bist du? Unten bei der... bei der Beach. Beach? Bei ja. B in der Nähe. Bei A. Ah, das gibt's doch nicht. Beide. Ich gehe auf A, okay? Ja, ich bin auch bei A. Hab aber allerdings nur eine G18. Komm her. Oh, are you serious, man? Okay, wir machen. Fuck, das sind zu viele. So, ich hole mir jetzt das MG und dann machen wir einen auf D-Day. Versorgung. Ja, schon wieder eine Musik, das heißt. Wir werden in den Arsch gefickt. Ja, so ähnlich. Das heißt so ziemlich Kofakis, ne? Ich glaube, wir haben gewonnen. Das kann sein, ja. Hallo. Nö. Wir haben ja noch zwei Objectives. Ah, ist immer noch unter Quarantäne, hätte ich fast gesagt, warum auch immer. Unser Squad, lieber, gibt da irgendwelche komischen Befehle. Der ist besoffen. Ah. Wieder B oder was? Achso, ja, ich meine B. Sorry. Ist aber nicht so, als wäre es eine wichtige Info, ne? Krieg mal hin, krieg mal hin. So. Ja, ich hoff's. Ich rush gerade wow zu B. B blinkt verdächtig! B! Nein! B ist down! Ey, oder? Doch. Nee. Nee. Oh. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, meine Leute. Meine Leute, vor allem.
Ihr seid jetzt meine Leute. Meine Freunde! Ihr seht ja, ich hab eine Medaille bekommen. Wofür denn? Ich hab nicht einen gekillt. Nee, jetzt mal ernsthaft. Wofür habe ich eine Medaille bekommen? 13.459 Punkte. Wofür? Ich bin... Was? I don't know, man. Keine Ahnung. Ja, wir sehen jetzt noch den Screen. Wir machen jetzt noch ein bisschen von der nächsten Map. Fehlt halt ein längeres Video. I love it when you get mad. Naja, nee, wir machen das so. Mad. Wir machen das so, wir hängen das jetzt an das Alte ran. Ich weiß, ich spiele scheiße. Wir spielen hier gerade nicht, weil wir gut sind. Ich kann besser spielen, nur nicht, wenn irgendwie 1 Uhr morgen ist oder so ein Scheiß. Und ich trinke hier auch gerade noch Bier. Ich kann normalerweise besser spielen. Wir machen das hier echt nur, weil es Spaß macht, ja. Kurz. Nicht, weil wir Skill haben oder weil wir Skill beweisen wollen. Ich glaube, ich habe meinen Skill schon bewiesen mit diesem Sniper-Schuss, auch wenn der nur Zufall war. Auch nicht die Map, nein. Och, Luck gehört natürlich auch dazu. Ja, aber okay, die ist ja nicht so groß. Ist ja egal. So, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video. Ihr weh, meine Schwannebacken und wie immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Bruce Willis, aka Sanjay EP. Haut rein. Tschüss.